Hallihallo, meine lieben Krebse. Ich grüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen Reading. Das ganze Reading hier ist für den August 2023. In erster Linie für alle Krebse, die den Krebs im Sonnenzeichen haben, aber auch im Mond, im Venuszeichen oder im Aszendenten und natürlich auch für alle Crosswatcher. Ihr seid hier alle von Herzen willkommen, ihr Lieben. Ja, ist ein allgemeines Reading, sagte ich am Anfang schon. Das heißt, ich kenne dich nicht persönlich und mach die Legung auch bitte nur zu deiner Legung, wenn du damit in Resonanz gehst. Noch eine kleine Geschichte. Wir haben den Supermond. Der ist am 1. August und am 2. August zu sehen. Am 1. August nachts, weiß ich nicht, wie das vom Wetter her so ist, ob wir da was erkennen können. Das ist auch nur einmal im Jahr. Letztes Jahr war es zweimal. Dieses Jahr ist das wirklich nur einmal im Jahr. Und für alle die, die da nochmal Interesse dran haben, so by the way. Okidoki, ja, für euch habe ich ausgesucht das Heaven on Earth Tarot. Wir werden dann nochmal als Orakelkartendeck das Egyptian Goods Orakelkartenset nehmen und nochmal das Gilded Reverie Lenormand von dem Shiro Machete. Und jetzt geht es auch los, ihr Lieben. Ich würde mal die Karten vorbereiten. Wir brauchen 5 Stück. Insgesamt ziehe ich 10 Karten, um einfach mal zu schauen, okay, welche Botschaften können wir vom Universum hier bekommen. Okay, da haben wir unsere 5. Womit starten wir denn? Wir haben Judgment, das Gericht, Karte aus der großen Arkana. Wir haben die Königin der Kelche. Wir haben den Tod, auch eine Karte aus der großen Arkana. Wir haben 7 der Schwerter. Und wir haben, das kann ich hier mal so hinstecken, dann können wir es vielleicht ein bisschen besser erkennen, weil mit Platz ist ja immer ein bisschen schwierig. Wir haben 3 der Münzen. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Ja, ihr Lieben, Judgment, das heißt, du siehst hier, die Himmelstrompete wird geblasen, die Toten stehen quasi auf. Man könnte auch sagen, es ist das jüngste Gericht, aber so extrem möchte ich es eigentlich gar nicht sagen, weil bei dem Gericht ist es immer so die Karma-Karte. Man könnte auch sagen, etwas bei dir kommt in Erlösung. Es geht um Reife, um auch Erneuerung, um Wachstum, um ja Selbstentfaltung, das kann man alles sagen. Es gibt hier definitiv auch im Liebesbereich einen neuen Schwung in der Liebe, bekomme ich hier definitiv nochmal rein. Es geht hier um einen absoluten Neubeginn und das zeigt, wie gesagt, die Karte das Gericht an. Es kann auch sein, das ist übrigens die ergänzende Karte für den Skorpion. Es kann auch sein, dass du mit dem Gericht was zu tun hast. Auch hier wirst du endlich erlöst werden. Erlöst werden in dem Sinne, dass das jetzt hier vorangeht, wenn du einen Rechtsstreit beispielsweise noch hast. Aber hier wird was neu entfacht. Es wird einen Neubeginn in deinem Leben geben, wo ich jetzt noch weiter die Karten befragen muss. Ich kann es jetzt anhand der einen Karte natürlich noch nicht deuten. Und wir haben die Königin der Kelche, ihr Lieben. Bei der Königin der Kelche geht es immer, oder um die Kelche generell geht es ja immer um ja, Sanftheit, um Gefühle, sich einer Sache in einer Beziehung auch klar sich hingeben zu können, sich entspannen zu können und vor allen Dingen den gefühlsvollen Weg zu gehen. Das ist so eine Herzenskarte schlechthin. Das ist ja auch eine Königin, die ja im die Herrscherin des Wassers so ungefähr. Und Wasser ist ja immer Gefühl, Sinnlichkeit. Alles das verkörpert sie ja auch. Ist auch eine sehr sensible Botschaft. Ich überlege gerade, das kann sein, dass es in der Beziehung einen Neuanfang bei euch gibt. Oder eine Beziehung, die du momentan hast, wird beendet, weil wir haben hier den Neuanfang, der angekündigt wird. Wir haben hier die Königin der Kelche, die wirklich sagt, du sollst dich deinen Gefühlen hingeben. Du sollst nicht mehr so kopflastig unterwegs sein. Du sollst deinen inneren Gefühlen Vertrauen schenken. Du sollst in einer Beziehung auch nicht hinterfragen, wenn du dich einfach so fallen lässt. Und wir haben hier den Tod. Ja, und der Tod, auch eine Karte aus der großen Arkana, zeigt auch immer eine Veränderung an. Ja, du siehst oben in seiner schwarzen Fahne, da hat er eine weiße Lilie. Oder eine weiße Rose vielmehr. Und die weiße Rose ist immer ein Zeichen des Lichts und des Neubeginns. Es wird ein endgültiger Abschluss kommen und ein Neuanfang. Man könnte auch sagen, auf der einen Seite geht eine Tür zu. Klar kann das immer Trauer, Wehmut, Schmerz auslösen. Aber auf der anderen Seite geht zur gleichen Zeit wieder eine Tür auf.
Ja? Und du wirst eine gewisse Erkenntnis erlangen, auch wenn du jetzt erstmal für einen ganzen Moment geschockt vielleicht bist, vielleicht reagierst du da auch etwas angefasst, wo du vielleicht sagst, oh Mensch, da habe ich aber jetzt nicht so mit gerechnet. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber wir haben ja noch eine Karte, das ist nämlich 7 der Schwerter, ihr Lieben. Und bei 7 der Schwerter geht es immer um Falschheit. Das heißt, hier war jemand nicht ehrlich zu dir, der schleicht sich so an deinem Leben vorbei oder stiehlt sich aus der Situation heraus. Er will es auch nicht wahrhaben, er gibt es aber auch nicht zu. Und möglicherweise hast du hier die Erlösung, die Erkenntnis erhalten, dass hier dich jemand auf gut Deutsch gesagt verarscht hat. Und deshalb sagst du, okay, Neuanfang, das machen wir definitiv. Das tut natürlich auch ein bisschen weh, so eine Erkenntnis. Aber besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mit Ende. Ist das so richtig? Nee, natürlich wieder falsch. Ich und meine Sprüche. Und das zeigt mir auch die nächste Karte. Da haben wir 3 der Münzen. 3 der Münzen, immer eine sehr, ja, es steht für greifbare Dinge. Etwas in Gang bringen, ja. Es ist auch schon was passiert. Es kommt was in Stabilität. Und nach merkst du einfach, ich komme damit jetzt gut klar. Ich kann konstruktiv auf ein Ziel zusteuern. Du baust was aus in deinem Leben. Ja, du baust etwas aus. Und damit meine ich jetzt nicht bauen in dem Sinne, ich baue ein Haus um oder so. Sondern in deinem Inneren baust du was aus, weil du Erkenntnisse gesammelt hast. Ja? So, jetzt werden wir uns nochmal weitere 5 Karten zu Genüge führen, weil wir einfach mal eben wissen wollen, wie geht es denn hier bei euch weiter? 4, eine Karte noch bitte. Die 5. Karte. So, dann wollen wir mal schauen, welche Botschaften wir denn jetzt hier. Ich muss die jetzt mal eben so ein bisschen zusammenschieben. Sorry, ihr Lieben, aber sonst habe ich leider keinen Platz mehr hier, weil ich gleich noch andere Kartendecks aufbaue. Wow, das ist aber echt eine tolle Energie, die wir jetzt hier haben. Ja, es wird ein Schuh draus. Ja. Hier könnt ihr es auch noch sehen. Ja. Ja, der Wagen ist gekommen. Der Wagen ist die 7. Karte in der großen Arkana. Und wenn die Karte der Wagen kommt, dann geht es halt immer etwas im Leben bei dir vorwärts. Ja, der Wagen, man kann auch sagen, du siehst ja auch hier in dem Sinne keine Pferde, sondern die Spinixe, einmal weiß, einmal schwarz. Die stehen natürlich einmal für ja, die guten Seiten, die schlechten Seiten, so kann man sagen. Mit allen Ecken und Kanten geht es jetzt vorwärts. Du hast es akzeptiert. Ja? Es geht los, wir starten, so kann man sagen. Das ist so diese, man könnte auch sagen, du verlässt deine Komfortzone. Du bist ja noch nicht hundertprozentig sicher, welche Richtung du jetzt gehen willst. Aber eins ist klar. Du hast dir die Rüstung angelegt und sagst, Pentagramm soll dich schützen vor den schlechten, bösen Dingen. Aber du sagst, das hier, Neuanfang, musste gemacht werden. Ich gehe jetzt hier auch meinen Weg, weil auf diesen Scheiß hier habe ich keine Lust mehr. Mich immer veräppeln zu lassen und so ein Gedöns, nee, das kannst du mit einem anderen machen, mit mir nicht mehr. On the way, du bist weg. Aber mit Tempo 280. Dann haben wir hier 10 der Schwerter. Und das ist nochmal so ein, ja, ich sag mal, Ausrufezeichen. So könnte man es einfach nochmal sagen. Denn 10 der Schwerter, ihr könnt das ja auch schon sehr gut hier erkennen, schön grau gemalt. Es ist auch kein hier oben alles schwarz gemalt, der Himmel, wie so ein Sturm. Das Wasser ist auch noch etwas rau, aber im Hintergrund geht die Sonne schon wieder auf. So, und wenn ihr das mal anschaut, hier geht es um ein plötzliches Ende bei der Arbeit oder aber auch bei der Beziehung. Ja, das müssen wir gleich nochmal schauen. Das ist eine Karte, die ist ähnlich wie der Turm aus der großen Arkana, aber hier kommt das ohne Vorankündigung, sondern es passiert einfach. Es ist einfach vorbei. Das kann dich oder einige von euch auch kalt erwischen für den Moment. Ja? Aber die Sonne signalisiert auch wieder, es geht langsam wieder voran und alles kommt so langsam wieder ans Licht. Und du bist auch bereit, zu neuen Ufern zu gehen. Daher haben wir jetzt hier das neue Ufer im Hintergrund, wo die Sonne schon wieder scheint. Warum ist das so? Es hat dir einer viel Mist und viele Versprechen oder Versprechen gegeben und keins davon gehalten. Ja? Man kann das hier bei den 7 der Kelchen gut erkennen. Jeder Kelch, hier Baby, Drache, die Schlange. Schlange steht immer für dritte Person, ein Geist oder was das sein soll. Also du hast hier ganz, ganz viele Dinge im Leben, hat dir das einer hier versprochen und nichts gehalten. Und jetzt hast du die Kraft und du sagst, ey, mir reicht das.
ich will jetzt hier raus und das ist dein Ziel. Du willst wieder in die Stabilität kommen, weil 10 der Münzen, ja, man kann sagen, im Beruf könnte es wieder wirklich sehr, sehr gut vorangehen bei dir. Also finanziell wird irgendwas in Stabilität bei dir kommen, auch in Sicherheit. Das ist auch eine Familienkarte. Man könnte auch sagen, du wirst schaffen, was zu schaffen war. Münzenergie ist natürlich eine Energie, wo es immer etwas dauert, aber es ist sehr greifbar und sehr tatkräftig. Also das wird kommen und unterstrichen in Verbindung gespiegelt mit der Herrscherin. Die Herrscherin, die Karte 3, auch eine Karte aus der großen Arkana, zeigt auch immer etwas von Schwangerschaft an. Ne? Vielleicht war es auch so, dass du einen Partner hattest, du hast vielleicht einen Kinderwunsch gehabt oder andersrum. Und der eine sagt dann immer, ja, nein, verspreche ich dir, klar, hier Babydrache, ne? Also jetzt kein Drachen, ne? Du weißt schon, wie ich das meine. Und hat dich immer hingehalten und irgendwann ist das ganze Gerüst zusammengebrochen. Und du sagst einfach, ich möchte Familie, ich möchte Stabilität, ich möchte auch nicht mehr jemanden haben, der nur die Kohle raushaut. Und wenn du hier mal schaust, hier ist so ein älterer Mann abgebildet und hier seid ihr als Paar abgebildet. Viele interpretieren das immer so, dass das auch der Magier ist, der jetzt gealtert ist und das hier beobachtet, was jetzt hier passiert ist. Und du weißt ja, der Magier, der kann mit allen Energien umgehen. Man könnte auch sagen, der spielt auf jedem Klavier. Meinen Worten. So, und jetzt möchte ich ganz gerne nochmal 4 Karten vom Gilded Reverie ziehen. 4 Kärtchen. Dann schauen wir nochmal, was diese Karten hier für Botschaften nochmal für uns hier haben. So. Da haben wir sie schon, unsere 4 Kärtchen. Die stelle ich jetzt diesmal hier hin, weil sonst sieht er die, glaube ich, nicht. Und das sollte schon sein. So, wir haben die Fische, den Brief, den Turm und die Lupe, das Vergrößerungsglas. Das muss ich mal eben hier rumrutschen, das könnt ihr erkennen. Ne? Ja. Ja, beim Lenormand ist das natürlich anders wie beim Tarot. Die Fische stehen erstmal für Finanzen. Da geht es tatsächlich unter anderem um Gewinne, um Finanzen, auch so das Thema, ja, Wohlstand. Du möchtest einfach jetzt auch nicht mehr mit dem letzten Pfennig rechnen. Du möchtest irgendwie auch ankommen, aber in einer finanziellen Stabilität und auch Sicherheit. Das ist dir hier sehr wichtig. Und wir haben den Brief daneben liegen. Bei dem Brief geht es tatsächlich, dass du eine Nachricht bekommen wirst. Das kann eine E-Mail, eine SMS etc. sein, wo es eine Verkündigung geben wird. Es wird eine Kommunikation, eine Information zu dir geben, die etwas zum Ausdruck bringen möchte. Ja? Und bei dem Turm, der Turm ist ähnlich wie beim Tarot. Da geht etwas, es kann was mit Einsamkeit, Isolation zu tun haben. Auch eine gewisse Abgeschiedenheit, dass du dich so einsam fühlst. Es kann auch sein, dass jemand sehr autoritär mit dir umgegangen ist. Und das sollst du jetzt unter einem gewissen, ja, die Lupe, die triggert dich da drauf. Es ist ja Zeit, es ist wirklich die Zeit gekommen, dir das genauer anzuschauen und dann auch wirklich zu sagen, du möchtest aus diesem Turm heraus, du möchtest aus dieser Einsamkeit heraus, du möchtest Stabilität, ja, und das ist das, wo du hin möchtest. Das heißt, der August, Überschrift, du möchtest in die Stabilität. Und jetzt möchte ich ganz gerne nochmal gucken, was denn The Egyptian Gods Oracle Cards von der Silviana Alesia für uns hier bereit haben. Ja, Protection, die Göttin Mehen. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht alles auswendig, für was dieser ägyptische Gott steht, aber wichtig ist ja, was dahinter steht, Protection. Du bist geschützt. Vom Universum bist du geschützt, dass du wirklich hier mit der Lupe ganz genau hingucken kannst und du kommst hier auch wieder rein. Dein Ziel wirst du hier erreichen. Du wirst hier zu neuen Ufern herausgehen und du lässt dir das auch nicht mehr gefallen, diese falschen Versprechen. Auch wenn der jetzt wieder ankommt, du machst einen Punkt und sagst, no way, mit mir nicht mehr. Das ist das, die Energien, die jetzt im August, die ich so hier aufgenommen habe. Vielleicht konntest du den einen oder anderen Ratschlag mitnehmen. Vielleicht konntet ihr damit auch in Resonanz gehen. Ich hoffe, dass auf jeden Fall etwas für dich dabei war. Wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like von dir. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann mach das gerne, denn es ist für dich kostenlos und völlig unverbindlich. Mir hilft das wirklich viel und für dich natürlich hilft das auch, weil du verpasst auch kein Video mehr von mir, vorausgesetzt, du magst meine Dinge, die ich hier so tue. Ich wünsche euch einen wunderschönen Übergang in den August.
einen wunderschönen Supermond. Da mache ich wahrscheinlich auch noch ein kleines Video zu. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. In dem Sinne, ciao, ciao, winke, winke.